Neubrandenburg, die Stadt der vier Tore. Neubrandenburg, einst die Stadt mit dem niedrigsten Durchschnittsalter seiner Bewohner in der DDR. Inzwischen ist es nun mehr als 5 Jahre angestiegen. Der Anteil der älteren Bürger ist größer geworden. Palette der Möglichkeiten für die ca. 18.200 Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die das 55. Lebensjahr überschritten und somit ihre nachberufliche Lebenszeit gestalten. Wie die zahlreichen Angebote, sich im Alter gemeinsam zu beschäftigen, genutzt werden, wollte die Videogruppe des Seniorenbüros in Erfahrung bringen und war mit Kamera und Mikrofon zu Gast bei einigen Interessengemeinschaften des Seniorenbüros und der Volkssolidarität. Dass mit Hilfe des Seniorenbüros und der Stadtverwaltung die Möglichkeit besteht, dass wir hier uns frei entfalten können. Es war schon ein bisschen schwierig am Ende des Jahres, aber wir danken für die Unterstützung durch das Seniorenbüro und durch die Stadtverwaltung, dass wir in dieser schönen Boxerhalle jeden Freitag tanzen können. Wir sind alle mal wieder beisammen und ich möchte, dass wir mit einem freundlichen guten Tag uns und auch unsere Gäste begrüßen. Guten Tag. Guten Tag. Unser Vorhaben ist heute oder nach dem Motto: Tänze sind die Kunst, wo die Beine denken, sie wären der Kopf. Und wir wollen auch heute wieder tüchtig uns lockern und ich wünsche uns allen recht viel Spaß. Zwei Runden bleiben dann auf unserer Ausgangsposition stehen wir. Nach diesen weißen Melodien werden wir uns jetzt kreativ bewegen. Ja. Kreatives Tanzen, was heißt das? Kreatives Tanzen heißt eben nach individuellen Empfinden diese Musik aufspüren, inspirieren lassen und danach rhythmische Bewegungen ausnehmen. Schwingungen ausführen, leichte Bewegungen, jeder nach seinem Empfinden. Musik.
sind jetzt kein Showtanz-Ensemble hier, sondern hier soll jeder willkommen sein, der ein bisschen Rhythmusgefühl hat, der die Musik liebt und der sich gerne bewegt. Das ist eigentlich unser Sinn und Zweck. Und kreativ nennen wir uns, damit wir neben diesen Standardprogrammen, die wir so haben vom Seniorentanz, auch ein bisschen locker uns bewegen. Und da wollen wir auch mal ein bisschen was Peppiges, das wollen wir mal versuchen. So nach und nach nehmen wir ein und das andere ins Programm auf. Heute ist die Videogruppe zu Gast bei den Platznackers. Wir haben uns mit ihnen am Mutter-Schulden-Denkmal verabredet und gehen gemeinsam ins Wieghaus Nummer 18, um sie bei ihren Gesprächen zu belauschen. Ja, wir sind die Angehörigen von der Kleinstuf am Sparrenruhr. Ja, und wie sind eigentlich hier zusammengekommen, um das Klavische Problem zu haben? Und wir freuen uns, wenn wir hier immer zusammenkommen, wenn wir lesen können. Wir lesen vielleicht für das Neugier, das ist gar nicht so einfach. Wir lesen, geht manchmal ganz schön schwer. Und wir wollen das denn. Ich komme hier, Taudi. Denn du snackst mit mir über Gören und Verwandten, über Heune und Ahnden, über Ding und mein Stadt und immer auch platt. Ich höre die Gieren taute, willst du genau. Mit Snoon und Leuchen kannst du mir begeuschen. Da fällt alles hin schick, du snackst platt als ich. So scheint das. Da ist ja immer noch in dein Gehirn, der dann ausgeht und so kompliziert war. Und umso gefährlicher war das Problem, da kann man ja denken, wo man will. Da ist so lang angezogen. Ja. Weil einfach ist, dann ist das Beste. Erhöht dann bloß immer Technik und so geht wieder sowas hin. Und das ist ja der Fortschritt. Nicht? Und Fortschritt wird sie. Die Apparate sind natürlich schon ganz schön. Und praktisch und. Die dürfen sich gewinnen, dass sie auch wieder den Gedanken haben, ranzukommen, nicht? Dass es nicht bloß ein Eindrucksgleich ist und dass er dann geil ist. Und das denke ich, das ist auch nicht so einfach. Wenn ich an mich selber denke, ich habe auch ein paar geschrieben. Und dann habe ich auch, wenn das für eine gewisse Notwendigkeit geboren, dann ist er nicht ganz so schön, als wenn einer das so von sich gut reiht und den Zweck erfüllt, dann wird er, wenn er die Möglichkeiten wahrnimmt, hier für uns zu kommen. Und da würden wir immer an denken, wie der ist okay. Ja, ich denke, ich kann das dann aber und wie man denkt, die Käfte, die habe ich nicht viel für, die wollen bei mir im Hus. Und dann habe ich erst so gesagt, was meint ihr dazu, wenn ihr plattdeutsch? Na ja, dann habe ich eher das Förles und dann habe ich eher das Klomo, die Wörter, nicht meine Wörter, gelesen, wird man gar nicht, weil das ist. Und die lesen jetzt wunderbar, können das schon allein und einmal die Woche
kommen sie dann noch nie rum. Und dann sind sie dann schon so, die gehen beide in das Gymnasium. Und wenn ich denn, und die will ihn und sind ihn auch schon manchmal überlegen. Und wenn ich dann sage, schön langsam und lud, dann denken sie, und wie sollen fix reden? Nee, aber das Plattdütsche geht nicht fix. Dann lobe ich meine Mutter und klinge und dann kommt die Röhre, die ist Karreleiter, nee, die ist Leiterin von Rottlerin. Und dann denkt sie so, die fängt auch, kann auch schon schön platt, die geht mit. Und dann sagt sie, die mögen doch kühlen, weil es zum Schlosser sind. Wir sind hier heute zusammengekommen als Kochgruppe im Liekhaus und wollen uns heute einen Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf machen, also nur Gemüse mit ein bisschen Hackfleisch drin. Ja, zusammengekommen sind wir eigentlich so immer nach und nach, ist einer zu uns gestoßen. Die Älteste bin ich wohl hier drin, von 1994 schon. Und alle anderen sind eben dazugekommen. Wie ich 1994 hier angefangen habe, haben wir eben Gerichte aus Mecklenburg gekocht und sind jetzt aber so weit, dass wir uns gegenseitige Rezepte austauschen und danach kochen. Wir wollen nämlich nicht nur Mecklenburger Gerichte ausprobieren, sondern auch andere internationale Gerichte. Und es ist bisher immer gut angekommen. Die Radwanderer starten zu ihrer Tour um den Tollensesee. Auf dem ersten Abschnitt ihres Weges werden sie von unseren Kameraleuten begleitet.
Eine Panne wird schnell behoben. Und nun wünschen wir eine gute Weiterfahrt. Gemeinschaft des Seniorenbüros für Computerarbeit. Wir sind alles so jüngere und etwas ältere Senioren. Wir haben eine besondere Vorliebe und Interesse für die Computerarbeit und alleine zu Hause im Stübchen arbeitet sich nicht so gut. Deshalb kommen wir hier zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Kontakt zu anderen Senioren zu pflegen und unser Wissen und Können in der Computerarbeit zu vervollständigen. Wir haben hier eine Technik, die recht gut ist. Manchmal klappt es mit dem Drucker nicht so ganz oder die Programme geben nicht immer alles her, was wir gerne möchten. Aber wir versuchen erstmal mit dem auszukommen, was wir so haben. Und das macht uns sehr viel Spaß. Und wir können durchaus noch ein paar Mitglieder hier in unsere Gruppe aufnehmen. Wie bin ich eigentlich zu dieser Gruppe gestoßen? Eigentlich auf Anregung einer Frau, die sagt, du musst dich mal irgendwie beschäftigen, geh mal zum Seniorenbüro, das war noch in der Kirchenallee dort oben. Und da sind wir dort hingekommen und haben mir gesagt, ja, es gibt dort eine kleine Gruppe, die ist in der Kammer der Technik tätig, die können dort die Computertechnik nutzen und da bin ich dort hingegangen und das ist schon fast 3 Jahre her. Und seit diesen 3 Jahren bin ich dabei. Wir tauschen, wie gesagt, Erfahrungen aus, testen Programme, geben Ratschläge für diesen und jenen. Auch wenn zu Hause mal Probleme entstehen beim Computer, wird Rat und Tat zur Seite gestanden, sodass derjenige, der Probleme hat, auch wieder seinen Computer fortkriegt. Und wichtig ist, finde ich, die geistige Tätigkeit, die wir dabei
haben, denn man muss ja jeden Schritt, den man am Computer vornimmt, bedienen und man muss auch geistig diesen Schritt durchdenken, damit auch richtig alles läuft. Wenn man in Rente gegangen ist, beziehungsweise mit 55 aus dem Berufsleben ausscheiden musste, dann sagt man sich, irgendwie muss man sich geistig weiter betätigen und hier haben wir eigentlich, finde ich zumindest, einen Kreis gefunden, wo wir uns gegenseitig helfen können. Wir befassen uns gerade mit dem PC-Menschen oder anders gesagt, der Mensch, das der gläserne Mensch wird hier genannt. Es erinnert eigentlich an Dresden, denn in Dresden haben wir auch den gläsernen Menschen gehabt und ähnliches dieses Programm, man kann mit diesem Programm die gesamte Struktur des Menschen sich betrachten, durchforschen und auch Angaben über Krankheiten machen lassen und so weiter. Also ich finde es wunderbar. Alles habe ich denn gesagt. Malen? Ne, malen konnte ich noch nie. Ne, auch in der Schule nicht. Wir hatten auch kein Malen. Und wenn, dann habe ich mir was malen lassen. Ja, und jetzt muss ich selbst und es ist anstrengend. Wenn da oben noch in diese Kreise der Farben der Farben, also ja. die Spitzen sind hell. Also ich gucke jetzt mit Bleistift nicht mehr. Ich sage, wie heißt das? Das geht so. Thank you.
Seit dem 13.08.1996 stehen die Türen unserer Begegnungsstätte für alle Senioren und Vorruhestände offen. Mit der Eröffnung dieser Begegnungsstätte hat die Volkssolidarität einen Teil des Altenhilfeplanes Älterwerden in Neubrandenburg erfüllt. Verschiedene Interessengemeinschaften haben sich gebildet. So treffen sich mittwochs zwei Sportgruppen, jeden Donnerstag kommen die Skat- und Promispieler zusammen, freitags wird Tischtennis gespielt und jeden zweiten Mittwoch wird getanzt. Es finden auch zahlreiche andere Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Plattdeutsche Nachmittage, Tanz- und Unterhaltungsnachmittage, Buchlesungen, auch kreatives Gestalten und vieles mehr. Welche Möglichkeiten bietet Neubrandenburg, sich gemeinsam zu beschäftigen? Was macht unsere Stadt so liebenswert? Ja, ich komme aus der Ortsgruppe 8. Ich engagiere mich eigentlich schon lange vor der Wende und jetzt natürlich auch nach der Wende für die Volkssolidarität und auch für unsere Ortsgruppe, wo Frau Weigmann schon von gesprochen hat. Ich bin hier dann auch zum Nachmittag in den Club gegangen, um mal zu sehen und habe mich dann natürlich nachher auch für mehr für entschieden. Ich gehe immer zu den geselligen Tänzen. Das macht auch sehr viel Spaß und ist auch was für die Gesundheit. Und außerdem habe ich dann hier mal Plattdeutsche Nachmittage besucht. Und weil ich eine echte Mecklenburger bin, dann habe ich gedacht, na, was der hier so bringt, das können wir auch. Und dann habe ich hier mal so einen Versuch gemacht und habe hier mal Plattdeutsch vorgelesen. Und dann habe ich festgestellt, dass hier Frau Hamrich, die neben mir sitzt, die Geräte auch so schön platt, die können eigentlich noch besser als ich, möchte ich mal singen. Und sie kann das auch alle mal schön auf den Kopf.
dann habe ich ihr anredet und hat gesagt, Mensch, sehen Sie mal, als Sie können ja noch besser platt als ich, will wir nicht auch als am Nachmittag machen? Ja, hat sie gesagt, das können wir machen. Und sie hatte dann auch noch eine Bekannte, Frau Gaude, die hat sie dann auch mal mitgebracht. Und wir haben erst mit Lesen versucht. Jetzt sind wir schon so weit, haben wir auch noch Herrn Fleischer gewonnen, der auch sehr gut Platt spricht. Jetzt sind wir so weit, dass wir hier immer schon kleine Sketche vorführen, uns verkleiden und Theater spielen. Und ich möchte sagen, die Nachmittage sind immer gut besucht. Wir hatten schon mal weit über 30 Besucher, immer je nachdem, wie die Leute nun ja auch Zeit haben. Dann gehe ich jeden Donnerstag zum Rommelspiel. Da spielte zum Beispiel Frau Hubbel mit. Frau Hubbel ist schon 84 Jahre, aber ich muss sagen, beim Rommelspiel packt sie uns oft alle ein. Und oft werden auch sehr viele Witze erzählt, worüber wir dann lachen, ob in Platt oder in Hochdeutsch. Und die Nachmittage, die hier so durch den Club organisiert werden, muss ich sagen, sind auch immer sehr schön und gut organisiert. Bloß das eine, was mir immer nicht so gefällt, dass die meisten älteren Leute, die auch noch wirklich an etwas teilnehmen könnten, nicht kommen. Die sitzen da lieber, ich sage immer, vor ihrer Flimmerkiste und kriegen den Nachmittag da rein. Das können sie noch später machen, wenn sie gar nichts mehr mitmachen können. Und sie sollten lieber kommen und die Geselligkeit suchen und Freunde finden und gute Unterhaltung gibt es hier immer. Wir haben eine Flimmerpassage geliefert, die wir als Schlussteil dort einbauen können. Lob auf die Gemeinsamkeit. War toll. Mit welchem Elan und welcher Freude Senioren ihrem Hobby, dem Gesang, nachgehen, erlebten wir bei der Probe des Seniorenchors unter der bewährten von Ilse Münkner.